Hallo zusammen. Heute machen wir etwas anderes als sonst. Zwar befassen wir uns mit dem Thema, wie wir Bewegungen und Choreografie erinnern können. Also das ist ein sehr komplexes Thema, aber immer wieder bekomme ich so Frage, jetzt wie kann ich Bewegung gut merken? Wir Tänzer fühlen unsere Choreografie oder Tanzstück auf, zwar manchmal über eine Stunde. Das geht um unzählige Bewegungen, komplexe Bewegungen in Handlungen zu erinnern, ohne irgendeine Hilfsmittel zu tanzen. Und ich möchte heute konzentrieren, sehr vereinfachte Methode zu greifen, weil ich möchte auch nicht zu kompliziert werden. Und das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Also, ich möchte etwas konkrete Methode euch vorstellen. Kleine Kombination, das heißt kleine Choreografie sein, besser merken können. Wenn wir selbst in Freitanzen, das ist auch schön, einfache eigene Bewegungen zu folgen und natürliche Tanzfluss mitzugehen, aber das ist nicht immer wiederholbar. Wir müssen nicht wiederholen. Tanz geht nicht um die immer etwas aufs wiederholen. Das hat auch was Schönes, einfach einmalig zu tanzen. Andererseits, wenn wir Choreografie tanzen, wir bekommen Chance, jedes Mal, wenn wir diese gleiche Choreografie tanzen, zu vertiefen, besser zu verstehen und daran immer besser zu werden. Oder ich sage mal so rum, die zu entwickeln, weil Tanz geht um nichts, das ist richtiger oder falscher, sondern um für sich mit eigene Körperbewegung mit eigenem Ausdruck zu kommen. Und Choreografie gibt uns diese Möglichkeiten. Und ich hatte deshalb manchmal gut bestimmte Bewegungsreihenfolge zu merken, damit wir immer wieder das üben können und darin etwas entwickeln können. Also ich bin nicht schneller Tänzer. Wenn meine Tänzerkollege das sieht, dann lachen sie. Ich bin sehr langsam und wenn ich neue Choreografie lerne, dann muss ich richtig ransitzen, Zeit geben, mir Zeit geben und immer mal wieder für mich arbeiten. Wie ihr seht, bei mir ist nichts anders. Und unser Körper Zeit brauchen, wenn wir neue Sachen lernen. Egal was. Neue Instrumente, Klavier, Gitarre, Körpererfahrung, Laufen, Springen, nicht nur beim Tanz. Das sind alle Sachen. Wenn wir neue Sachen anfangen, dann braucht unser Körper Zeit. Also das mussten wir auch geben. So, zuerst, allererst. Ich habe hier 6 Sachen aufgeschrieben, mir hilft dabei. Erste Sache, Bewegung. Ist so wie Sprache. Wenn wir ein Boot und nächste Wort und nächste Wort verbindet, dann bilden wir einen Satz. Tanz ist genau gleich. Wir haben eine Bewegung, andere Bewegung und nächste Bewegung und wenn man das verbindet, dann da besteht Bewegungsfluss. Das ist das Choreografie. Lass uns heute sehr vereinfachen, ja? Weil ich möchte nicht zu viel kompliziert werden. So, was bedeutet das konkret?
wir müssen erstmal diese einzelnen Worte für uns klar werden. Lass es von einer Armbewegung handeln oder eine bestimmte Tanzschritte handeln oder Drehung. Egal was es ist, lass für dich klar, mach deine, für dich klar, was ist das einfachste Form dieser Bewegung. Und das macht dich als einen Block. Und sagen wir uns, das ist zum Beispiel ein A, Form A. Genau das gleiche machst du mit nächsten Worte B. Und so weiter, also C. Dann hast du am Ende A, B und C. A und B und C. Erstmal, das ist sehr independent. Das ist einzelne Wort. Das einzelne Wort macht keine Bedeutung. Aber erstmal, das ist das Fundament, die dir klar sein muss. A und B und C. Dann gehen wir in den nächsten Schritt. Frage ist immer, okay, alles gut, klar, wir haben ja B klar gemacht und C klar gemacht. Aber wie verbinde ich das, diese A und B und C? Da hilft mir, so zu machen, Ende A ist Anfang B. Also Ende A ist Anfang der B, weil wir wollen hier verbinden. Und wenn wir hier, wir fühlen A-Bewegung aus und kommt zu Ende. Ende ist aber schon Anfang der B. So verbindest du A und B. So musst du hier, so wie Eselsblöcke bauen, wie verbinde ich also A und Ende A geht schon zu Anfang B. Diese Verbindung musst du für dich Eselsblöcke blocken, um A zu B fließend Lein tanzen kann. Herausforderung besteht darin, dass wir nicht immer diese Blöcke blocken können und dann braucht man viel Zeit. Da müssen wir viel, manchmal mehrmals üben, wie bekomme ich diese Ende und Anfang. Aber wenn du einmal verbunden hast, dann hast du schon A und B zusammengefügt. So schon, das ist schon fast wie ein kleiner Satz. Weil was du machen musst, ist dann B, hörst B raus und Ende der B, genau, ist Anfang der C. Erstmal übst du B, Wort C, B oder Tanzbewegung B. Ende ist Anfang der C. Also diese Verbindung baust du Eselsblöcke. Wenn du das geschafft hast, dann A bis C hast du verbunden. Und das ist ein Satz. Sagen wir uns jetzt nur A und B und C, also drei Bewegungen, um einfach zu machen. A, B, C, drei, maximal drei Bewegungsworte erstmal zusammenzubringen. Weil dann, nächster Punkt, wenn du ein Modul sozusagen A, B, C zusammengefügt, dann übst du nächste Bewegung A und B und C zusammengefügt und diese zwei Sätze mit gleicher Technik bringst du diese zwei kleinen Sätze
zusammen. Also Ende dieser Satz A, B, C, Ende dieser Satz ist Anfang nächster Satz, den wir haben. Also zwei Sätze zusammen. Und so wie vorhin genau das gleiche, hier glaubst du Eselslücke. Wenn man so denkt, ist einfach, ne? Natürlich braucht man zu oben diese besonders Verbindung. Also Verbindung musst du immer mal wieder verbinden. Was ist für dich Sinn macht? Was ist für dich fließender Macht? Und das führt zum nächsten Punkt, dass du einzelne Bewegung für dich eigene Bedeutung gibt. Was ist das Bewegung für mich? Ist das etwas wellig, fließend oder schneidend oder lebendig oder etwas schwer? Es gibt viele solche Möglichkeiten, dir Bewegung Bedeutung zu geben. Und das ist ganz individuell. Das muss nicht irgendwas sein, die vorgegeben ist, sondern musst du nur für dich Bedeutung geben. Ich bin ja sehr intuitiv und wenn ich neue Bewegungen lerne, dann achte mal, oh, das ist nach innen. Oder bringe ich das nach draußen? Oder ganz konkret, die Bewegung A geht in Welle. Das ist ganz egal für dich, sie machen. Und das ist das sehr Wichtige daran. Das ist sehr individuell. Also musst du für dich Bedeutung geben. Für mich Welle verbirgend. Nach draußen. Schnell. Schwer. Das sind die einzelnen sehr persönlichen Tanzsprache. Und dabei bekommt er auch die einzelne Bewegung und Bedeutung. Weil letztendlich, das ist ja das, wir in Bewegung Bedeutung geben und auszudrücken, ganz persönlich. Und das wird dann Tanz. Bewegung alleine ist nicht Tanz. Bewegung ist Bewegung. Also das ist ja das, in dem Moment, die wir Bewegung in Tanz machen lässt. Insofern, das ist sehr wichtig. Ich weiß noch nicht, jetzt habe ich nur drei Punkte gesprochen. Aber glaube ich, das ist auch gut so, weil ich möchte ohnehin nicht zu ausführlich machen. Das ist so ein komplexes Thema und manchmal auch sehr persönlich. Also muss ihr selber mit eigenem Körper erfahren und finden, herausfinden, was für dich funktioniert. Aber diese drei Punkte, die ich gesprochen habe, hilft für jede, um klar zu denken, erstmal, wie mache ich am überhaupt? Also, Zusammenfassung. Erstens, Bewegung ist so wie ein Boot. Mach dir klar, diese fundamentale Bewegung, sozusagen einzelne Boot, A, B, C, zweiter Punkt, schaffe Verbindung zwischen diesen einzelnen Bewegungen. Dabei hilft Ende Bewegung A ist immer Anfang nächste Bewegung. Mach maximal drei Bewegungen zusammen, fühlen,
Um erstmal zu üben, bring maximal 3 Bewegungen zusammen. Der dritte Punkt, und eigentlich das ist das Wichtigste, gib einzelne Bewegungen deine eigene Bedeutung. Weil letztendlich das ist das Bewegung Fluss gibt und später Dynamik gibt, Qualität gibt. Wenn du in eine Bewegung für dich zum Beispiel Freude assoziierst, Bedeutung gibst, dann automatisch wirst du eher nach außen gehen. Selbst wenn das gleiche Bewegung ist. Ja, das, ich spreche nicht von Bewegung zu ändern, sondern qualitativ zu ändern für dich. So, genug gesprochen, glaube ich. Ich habe zum Zeigen oder zum Üben kleine Contemporary Modern Dance Bewegungen gemacht und möchte ich mit euch zusammen tanzen. Los geht's! Fuß zusammen und Kopf nach unten. Erste Bewegung geht von A. Zwar von Hinterkopf. So wie 8. Und diese Hand geht zur Seite, so wie etwas sucht. Lass uns das als Bewegung A nennen. Also von hier, Kopf ist nach unten, Hand kommt, Nacken, Hinterkopf, malt 8. Zweites Mal, sucht, Hand raus mit Fuß zusammen. Wie vorhin gesprochen, lass uns das Bewegung A sein. Nächste Bewegung ist Bewegung B von hier. Ganze Weg von Fingerspitze, immer. Und endet an den Schulter. Das ist Bewegung B. Also von hier. Das ist Anfang der Bewegung B und Fingerspitze, ganze Weg und endet an den Schulter, beide Hände. So, das ist Bewegung B. Wie vorhin gesprochen, verbinden wir jetzt Bewegung A und B. Lass uns von Anfang machen, ja? Bewegung A ist hier. Mal so wie kleine 8. So wie etwas sucht. Hand sucht. Weiter. So, das ist Bewegung A Ende. Verbinden wir hier Bewegung B. Bewegung A Ende, Ende, Anfang Bewegung B. Ist gut? Ende ist Anfang B. Noch eine Bewegung, Bewegung C. C ist von hier, so wie beide Hände raus, drückt und öffnest du. Öffne und flex, linke Hand, rechte Hand und push. Das ist C.
Also Anfang Bewegung zählt. Wir haben von hier angefangen. Offene. Beide Hand. Und Fuß. Fuß. Push. Und lande. So, jetzt verbinden wir B und C. B ist hier. Ende B. Push. Auf. Und Hand, Hand. Push. Wie sieht's aus? Jetzt verbinden wir A, B, C. A, B, C. Drei Bewegungen zusammen. Anfang ist hier. Das war Bewegung A. Handspitze. B. Ende B ist Anfang C. Wie sieht's aus? Last but not least. Lass uns Bewegung, jede Bewegung Bedeutung geben. Was bedeutet für dich diese Bewegung? Das ist natürlich meine Bewegung, aber trotzdem zu oben. Gib dir diese Bewegungen A, B, C Bedeutung. Was bedeutet für dich? Für mich wäre, das ist so wie meine Seele sucht Licht oder Hoffnung und findet nicht. Geht raus. Finde ich nicht. Geh andere Richtung. Rum. Das ist so wie für mich etwas schützend, weil Arm gekreuzt ist und Handfläche nach außen richtet. Und ich schiebe meine Glänze raus. Und sammle meine Kraft um. Raus zu explodieren. Wie ist das für dich? Das war ein kleines Beispiel. Aber kannst du für dich Bewegungen geben und assoziieren? Das ist das, für dich Bewegung zu verbinden. Und das ist das, wie ich vorhin gesagt habe, Bewegung in Tanz verwandelt.
Hoffentlich das hat euch geholfen, Choreografie und Bewegungen besser erinnern zu können. Wie immer, wenn wir neue Sachen lernen, brauchen wir viel Zeit. Und lass dir Zeit, wenn du brauchst, wiederhole Bewegungen, bis du das hast, sicher hast. Besonders Verbindung fließend durchtanzen zu können. Und gibt Bedeutung für dich. Weil das ist das, Bewegung in Tanz verbandelt. Das ist das, unserer Tanz als Tanz rausmacht. Also habt Geduld und bleibt dran. Lasst uns auch diese schwierigen Zeiten unserer Tanzseele lebendig halten. Bis demnächst. Tschüss.